Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Beraterseminar unserer Gesundheitsallianz. Ich freue mich, dass sich so viele von Ihnen Zeit genommen haben, das am Wochenende. Aber wenn man so rausguckt, ist das Wetter draußen eh nicht so spannend. Ich verspreche Ihnen aber, heute wird es hier spannend, denn wir stehen an einem ganz, ganz wichtigen Schritt mit unserer Gesundheitsallianz. Jetzt möchte ich aber denjenigen begrüßen, weswegen wir uns hier eigentlich heute alle zusammengefunden haben, nämlich Dr. Matthias Rath. Herzlich willkommen. Morgen. Ich habe heute mal meinen Anzug zu Hause gelassen und die Krawatte auch. Ich bitte Sie, fühlen Sie sich wie zu Hause, denn das, was wir heute hier versuchen, ist ja nicht Steifes, sondern wir wollen ja genau diesen Schritt machen, dass wir sagen, wir sind jetzt aus dieser, in Anführungszeichen, Illegalität raus und können endlich offen sagen, 2 mal 2 ist 4, ohne uns umgucken zu müssen wie Verbrecher. Nicht? Ich zitiere da nicht Dr. Rath, sondern Bertolt Brecht aus dem Leben des Galileo. Und das war ja damals eine ähnliche Situation. Da hat einer behauptet, dass sich die Erde eben nicht im Zentrum des Universums befindet und dass alles ganz anders ist, nicht? Und hat Machtstrukturen gefährdet, die genau darauf basierten, dass die Erde eben im Zentrum ist, dass sie eine Scheibe ist, dass mitten auf der Scheibe die Stadt Rom ist. Und das war alles plötzlich nicht mehr so und das hat einige fürchterlich geärgert. Und den Rest kennen Sie ja. Ich bin bis vorgestern in den USA gewesen, kann Ihnen sagen, dass die Menschen dort genauso die Nase voll haben von dem, was die etablierte Medizin ihnen bietet und dass das Geschäft mit der Krankheit, was die Pharmaindustrie betreibt, weltweit als eines der größten Betrugsmanöver erkannt wird. Das wird noch dauern, bis das den letzten Winkel und das letzte Dorf erfasst, diese Erkenntnis. Aber es lässt sich nicht mehr aufhalten. Mitten unter uns ist eine Industrie, die über Jahrzehnte, ein Jahrhundert lang, den Menschen Gesundheit angeboten hat. Das war die Ware, die den Menschen versprochen wurde. Und dafür bezahlen sie Geld, viel Geld. Aus ihrer privaten Tasche, über Krankenkassenbeiträge, über Steuern, denn der Staat finanziert es ja mit. Und was sie bekommen, ist was ganz anderes. Ist nicht die versprochene Gesundheit, sondern 80% der Präparate, die auf dem Markt sind, sind nur symptomorientiert, haben gar keinen Wirkungsnachweis. Was sagen Sie denn dazu? Das ist doch Täuschung, das ist ein Rosttäuschertrick mit gigantischem Ausmaß. Und die Nebenwirkungen, die diese Ware, die Ihnen geliefert wird, hat, verursacht noch die vierthäufigste Todesursache. Also neue Krankheiten. Also Sie sind in doppelter Weise getäuscht. Sie bezahlen etwas, was Sie nicht bekommen. Und das, was Sie bekommen, macht Sie nur noch kränker. Nicht, wir schicken Menschen zum Mond und bringen sie zurück. Wir erfinden das Internet. Und was unsere eigene Gesundheit betrifft, lassen wir uns veralbern wie im Mittelalter. So, und deswegen haben wir gesagt, nach den 3,5, 4 Jahren Testlauf, wir wussten ja nicht, ob das überhaupt funktioniert, was wir da machten. Als ich hier rüberkam, 97 mein erster Vortrag, dann 98 der Beginn unserer Allianz,
Die Bundesregierung hat damals bei der Regierung der Niederlande interveniert, 1998. Das Pflänzchen gleich auszumerzen. Die Unterlagen habe ich über Auswärtiges Amt, Botschaft in Den Haag, direkt zur Regierung. Machen Sie den Blatt. Dass es uns immer noch gibt, dass wir heute hier sind. Die Chancen dafür waren kleiner als 50%. Also wir müssen vieles richtig gemacht haben. Eine Sache, die wir richtig gemacht haben, die ich richtig gemacht habe, ist, dass ich mich nicht habe abbringen lassen. Wenn mir jemand sagte, Dr. Rath, Ihre Gesundheitsinformationen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Sie da haben, das ist schon okay. Aber um Himmels Willen, lassen Sie die Politik raus. Da habe ich immer gesagt, wissen Sie was, wenn ich das nicht mache, dann gibt es uns bald nicht mehr. Das ist ein elementarer Teil des Erkenntnisprozesses, der Veränderung, dessen, was wir neu aufbauen müssen, ist mir zu den Finger drauf zu legen und sagen, was falsch ist an dem Bestehenden. Wie sonst sollen die Menschen das verstehen? Und das werden Sie heute in meinem Vortrag auch hören. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Wenn Sie nachher sagen, da hat er aber mal wieder ein bisschen überzogen und ich habe Unrecht, nehme ich gerne hin. Was ich nicht möchte, ist, dass Sie mal kommen zu mir und sagen, das hätten Sie uns aber sagen müssen. Das ist meine Aufgabe. Und in der Vergangenheit hatte ich leider, was die Pharmaindustrie und die Machenschaften betrifft, viel zu oft recht. Meistens war es noch schlimmer, als ich es gesagt habe. Also, raus aus der Illegalität. Die Machenschaften sind klar. Es ist eigentlich fast alles gesagt, was falsch läuft. Die Alternativen sind genauso klar. Wenn ich an die Krebskrankheit denke, bis vor kurzem noch ein sicheres Todesurteil. Heute werden Sie hören, dass schon 7, 8 Krebsarten eben keins mehr sind. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Rest auch in Luft auflöst. Wir kriegen jetzt jede Woche eine neue, oder also mindestens eine neue Meldung für eine neue Krebsart, wo die Leute entweder geheilt sind, durch die Laborwerte nachgewiesen, durch die Röntgenbilder nachgewiesen, von den Ärzten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die letzten Wochen, vor 3 Wochen waren Pankreas, also wie heißt das, Bauchspeicheldrüse, nicht? Eine der schlimmsten Formen von Krebs, weil so viele Enzyme produziert werden. Und wenn es da mal losgeht, das Organ wird einfach zerfressen von diesen Krebszellen dann, nicht? In Österreich, der Dr. Koschik rief an in unserem Sekretariat und sagte, ich habe einen Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten, der aus dem Krankenhaus als geheilt entlassen wurde. Nicht? Dann eine Patientin mit Non-Hodgkin-Lymphom vor 2 Wochen, da war ich schon in den USA, da kriegte ich ihr Fax. Das ist eine Form von Blutkrebs, Leukämie. Sie hatte schon ein Stück Darm raus operiert bekommen und ging dann auf die Krebsformula. Und nach 2 Monaten ging sie zur Kontrolluntersuchung und der Arzt stand vorher und sagte, Sie sind gesund. Und sie brach in Tränen aus und schrieb das gleich am selben Tag noch auf und sagte, ich mit Telefonnummer und allem drum und dran, den Brief können Sie im Internet nachlesen. Der letzte war jetzt vor ein paar Tagen ein Bericht von einem Knochenkrebs, Osteosarkom nennt sich das in der Fachsprache, wo mit dem PET-Scan, also einem elektronischen Verfahren der Bilddarstellung, die Krebszellen in dem Knochen selber nicht mehr, oder die Krebsgeschwulst in dem Knochen selbst nicht mehr nachweisbar waren, beziehungsweise deutlich zurückgegangen. An einer Stelle waren sie noch nachweisbar, aber das sind Dinge, die gibt es nicht. Die gibt es in der herkömmlichen Medizin einfach nicht.